Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe die Nummernschilder dabei, es ist Sonntag und ich habe ja Platz neben dem Lupo noch. Ja, der Ford geht weg. Deswegen, wir haben uns neues Auto geholt. Ich bin selber gespannt, weil das ist ein Blind Date. Ich habe den Wagen noch nicht gesehen. Und was ich mit dem Wagen vorhab, werdet ihr gleich sehen. Bis gleich. Ich habe ein Auto gekauft, das Ganze blind, ich weiß nicht, wie der aussieht, ja doch, auf den Bildern weiß ich, wie der aussieht, ich weiß nicht, wie der läuft, weil der Verkäufer gesagt hat, das Ganze leuchtet nicht so gut, das werden wir gleich sehen. Das Ganze soll kosten 1000 Euro, von 1600 runtergehandelt, schon am Telefon, und wir schauen nochmal, ob wir da noch ein bisschen was runterhandeln können. Ob der in Ordnung ist, ob wir damit auch wieder zurückfahren können. Ja. Und was ich damit vorhabe, erzähle ich euch natürlich im Laufe des Videos. Viel Spaß noch und wir sehen uns gleich beim Verkäufer. So, wir sind angekommen und ja, ist ein VA6. Und jetzt bin ich mal gespannt. Der Typ gleich kommt bestimmt raus. Der Tino ist das und dann schauen wir uns den Wagen mal gemeinsam an. Aber von außen sieht der mal erstmal nicht schlecht aus. So die Felgen und so. Was meinst du, einer? Ja. Ja, wenn man sehen, kann man nichts sagen. Sieht gut aus. Ich bin jetzt im Winterberg. Neben mir ist Tino. Grüß dich, Tino. Hi. Grüß dich. Er verkauft den VA6 hier. Und Tino, kannst du ganz kurz über den VA6 was sagen? Ja. Wie lange hast du den gefahren? Wie lange hast du den schon? Ich hab den jetzt 2 Jahre. Ja. Ja. Nie was dran gehabt, also motortechnisch her oder so, wir haben halt Ölwechsel gemacht, ne? Ja. Bremsen komplett neu, Getriebe getauscht letztes Jahr. Getriebe? Also Kupplung meine ich. Kupplung meinst du, ja genau. Genau, ja, sonst ist halt originaler, ne? Kein Umbau, ist ein originaler, ja. V6. Ja, Edelstahl, Felgen, guck mal, vorne ja. Drauf, ne? Halt tiefer erlegt, ne? Okay, aber so. das muss ich zeigen, das ist ja hammergeil, ne? 100% Sauger. Hier blasen nur die. Ja. Hast du was gemacht? Ja, okay. Ja. Also, du hast ein paar Sticker übrig gehabt, ne? Ja, genau. Hast ein paar übrig gehabt? Ja, was macht man sonst damit, ne? Ja, klar. So, Schlüssel hast du denn? Dann einfach schauen. Ja, na klar, warte. So, wir sind natürlich im Winterberg und bei Winterberg gibt es natürlich sehr viel Schnee. Heute Regen. Ja, und deswegen ja auch. Rost das Ganze, ne? Also, ja. Aber ich muss aber sagen, Aidan, du kannst aber auch bestätigen, jetzt bis auf den Rost sieht der einmal so nicht schlecht aus, ne? Also vom ja, Beulen doch. Her. Was ist so, das? Sollen wir anmachen, oder? Ein Grün? Ja, kannst du vorne direkt aufmachen und einmal anmachen. Am Anfang hat er ein bisschen geklackert, der Stand braucht ein bisschen länger, das Öl braucht jetzt ein bisschen länger. So, Tino? Ja. Fahren wir eine Runde? Ja, fahren wir mal eine Runde, genau. Oh, habt ihr aber stramm angezogen, ne? Ja, die Handbremse? Ja,
Ja, die muss aber eingestellt werden. Sicher, sicher, ne? Genau. So, wo lang geht's? Von links oder so. Ein bisschen. Meinst du durch die Stadt? Ja, wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis sie warm wird. Ja, es scheint ja schon wieder zwei Tage jetzt. Ja. Aber mit dem bist du jetzt mal gefahren, ne? Genau. Ja, wollte gestern eigentlich noch, aber ja, gestern habe ich abgelöst, gestern Morgen. Ja. War auch meine letzte Fahrt mit dem. Radlager hört man aber ordentlich. Genau, ja. Also seitdem die Felgen drauf habe, ne? Ich habe die jetzt getauscht, ja, weil die vorher war nicht zulässig. Okay. Und jetzt habe ich die Winterreifen drauf, ne? Winter und Sommer. Ja. Richtig zwei Reifen. Die muss halt nur einfangen. Ne? Das wird für jeden wieder machen. Was ist das für ein Schalter? Ja, ich hab, aber die geht zur Zeit nicht. Ich weiß auch nicht. Hier, von Leute blau. Ach so, okay. Am Scheiben. So, hier, ne? Hier sind sie drin. So, der hat jetzt hier 299, 469. Oh. Ich glaube, die Tachos, wenn du 300.000 schaffst, fangen die wieder von Null an. Habe ich gehört. Okay, weiß ich nicht. Das war ja auch nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Hier, die Kamera legen. Doch, die geht nicht. Gerade geht alles und so. Jetzt also fragt ihr auch mit dem Arm, ist auf dem Ball. Die ist ziemlich gut. Kleine Kiste. Ja, hier hängt halt durch. Ne? Ja. Das ist jetzt hier, wo langsam alles anfängt, hier abzugehen. Ne? Ja. Okay, aber er ist Airbag, das hast du aber nicht ausgelesen, was der hat. Nee, aber nicht. Hat er beim TÜV-Vorstellung gehabt, genau dann gehabt. Ja. Ne? Und jetzt hat man eins, weil das Licht geht hier irgendwie. Also da ist mal ein Wackeln hier. Das geht ja mal an und aus. Ne? Dach geht es auch. Ja, geht. Okay. Ist nicht ausgelassen. Ja, sonst bin ich sehr guter Wagen. Die zwei Jahre sehr erfolgreich gefahren. Macht Spaß. Ne? Läuft da alles. Ja, aber jetzt schaffe ich mit dem Radlager noch nach Hause zu fahren. Ja, ich fahre ja schon lange mit dem Radlager. Okay. So, du weißt, dass die nichts kosten, die Radlager, ne? Ja, ich habe es gesagt, kam jetzt nach dem Fernwechsel. Und TÜV vorstellen wollte ich ja nochmal, der wird noch verschoben jetzt vom Termin her. Ne? Und, ja, ist ja nicht dazu gekommen. Das hat gesagt, jetzt haben wir ausgekauft, ist weg. Ne? Achso, okay. Und, ja, TÜV hättest du sowieso nicht hingehen können. Wegen genau, der war ja der Fehler, ne? Genau. Ja, wir haben halt danach nie wieder geschaut. Ne? Wir haben die Kupplung neu gemacht, ne? Wie gesagt. Ja, sie haben halt 800 Euro, also die TÜV jetzt gekostet, ne? Für TÜV muss halt nochmal vorgestellt werden, aber muss halt nochmal TÜV bezahlen, ne? Ist klar. Das hört hier, aber Radlager übertönt alles zur Zeit. Ja, das stimmt, ja. Das ist schon krass. Muss der Radio lauter machen, dann geht's. Ja, da muss man echt aufpassen, ja. Dass man, dass der jetzt nicht abfliegt. Also das kann echt passieren. Weil du weißt, das sind ja so ganz kleine Dinger. Mhm. Aber wenn die mal richtig heiß laufen, könnte das schon abfliegen. Ja. Du hast mal hier hingeschrieben 200 PS. Genau, 196. Warum? Haben wir. Ja, durch die Fingerklima irgendwie, ne? Und ja. Haben wir jetzt schon hier in German Race aus, ne? 196. Ah, warst du auf dem Prüfstand? Ja. Hast du auch einen Zettel davon? Nee, hab ich leider nicht. Ich find den nicht mehr. Wir müssen in den Unterlagen gucken. Ja, okay. Ob ich den da reingelegt habe. Ja. Ja. Also, der geht wirklich sehr lang und viele, dass der ein bisschen besser an Kenninger geht wie der. Also ich habe hier auch einen Power 6, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Den Cabrio. Ja, genau. Aber ich finde den Cabrio von mir ein bisschen spritziger. Okay. Also kann ich jetzt nicht sagen, warum. Ja. Ja, vielleicht ein Cabrio ist das schon leichter, ne? Ja. Nee, Cabrio ist schwerer. Echt? Ja, okay. Also ich habe das Gefühl, der ist spritziger. Ja. Okay, ich habe jetzt auch nicht gedrückt,
aber. Ja, du musst halt was fahren vorher noch. Du musst ja selber. Ne? Das ist halt, ja, wie gesagt, ne? Immer du zeigst alles an hier. Ne? Genau, fahrst. Exakt. Aber bist du sicher, dass man Flüssigkeit drin ist? Ja. Jetzt am Dienstag mal. Können gleich nochmal gucken, dann gucken wir nochmal was nach in der Prüfung da. Aber eigentlich passiert nichts. Panik. Genau. Ja, das ist halt scheiße. Ja, ja, ich muss da echt aufpassen. Ein Kraftfahrkreis. Links aus Leben. Ja. Ja, genau. Oh, dann können wir mal schauen. Ja, das ist schon ein bisschen was gesehen, der Junge. Ja, okay, du gehst auch noch zu meiner Generation. Das muss sein. So. Und Sender noch einstellen. Sender? Ja, von der Wagen. Ach so, alles gut. So, das sind die ganzen Papiere. Jo. Ja. Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein. Ja, hast du ja 1000 Sachen eingetragen, hast du ja gesagt. Ja, ja. Ja. Genau, gucke ich mir alles an. Genau. Reifen, 17 Zoll Felgen sind eingetragen. Und das ist die ganzen Sachen dafür? Genau, das Service komplett, also ist ja. Lückenlos. Ja. Felgenschloss, hast du Felgenschloss für den? Nein. Felgenschloss hast du nicht, alles genau. Gut. Also haben wir nicht. Das Service ja, komplett. Ja, ne? Das gucke ich mir alles an. Hauptsache Scheiben, links habe ich gesehen. Jetzt sind wir jetzt von den alten Bremsen, die Zimmermann. Die waren vorher. Hier ist der TÜV-Bericht. Aha. Der ist der TÜV-Bericht, der neue, genau, der was alles gemacht werden muss. Genau, haben wir ja schon alles gemacht, bis auf den Sportlochfilter eintragen. Okay, das gucken wir uns an. Ja, aber er ist halt auch noch nicht gemacht. Ja, und bitte noch, halt nach gerade kam okay, halt das gucke ich mir alles an, Tino. Lass so. Genau. So, Tino, zähl du mal dein Geld. Ja. 100 hatte ich dir schon gegeben. Genau. Ja, kurz zählen nochmal. 600, ja. 600, genau. 700 haben wir uns vereinbart. Genau. Alles klar. Und ja, gut. Mir die Daumen drücken, dass ich nach Hause komme, weil der Radlager hört sich sehr, sehr schlimm an. Und wir haben nochmal ein Problem mit der Kette. Wir haben nochmal Probleme mit der Kette. Und ja, da müssen wir uns auch nochmal anschauen. Und wir wissen nicht, ob Lager spielt oder nicht. Das werden wir uns in der Werkstatt anschauen. So, Tino, ich danke dir nochmal. War echt angenehm. Vielen Dank. Und danke dir, dass du mir den echt eine Woche, zwei Wochen genau. zurückgehalten hast. Und ja. Sehr gerne. Jetzt fahren wir nach Hause. Alles klar. Bis dann. Ja, auch rein. Danke, ne? Ciao. Wie ihr hört, hört ihr nichts, weil der Radlager so laut ist. Und das ist schon krass. Gerade, also ihr seht, ich bin voll nass geworden. Ich habe Fenster aufgemacht, dass ich hier mit einer reden kann. Ich habe ein Fenster nicht zugekriegt. Und es hat die ganze Zeit reingeregnet. Alles ist nass. Fenster habe ich nicht zugekriegt. Ey. So ein Pech. So, ich muss echt sagen, also von innen funktioniert so gut wie gar nichts, ehrlich. Aber das Gute dran ist, ich habe ja noch den Schlachter VR6, den roten da. Und zum Glück habe ich da noch sehr viele Sachen, wie zum Beispiel Fensterheber, das funktioniert auch nicht. Das gucke ich mir alles an. Also Jungs, ich habe 700 Euro für das Auto bezahlt. Und ganz ehrlich, für 700 Euro kann man nichts erwarten. Wenn ich jetzt hier erwarte, dass jetzt alles hier tadellos funktioniert und alles in Ordnung ist, dann verkauft auch keiner das Auto. Sie danken für den Kurs nicht. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe letztens 1400 Euro für den anderen Motor bezahlt. Für den anderen VR6 bezahlt. Da konnten wir ja gar nichts nutzen. Fast gar nichts.
Also nur Motorpaket, Achsen, Auspuff. Sonst war alles Fratze. Und hier ist alles Fratze, bis auf das ganz andere. Also wir haben hier einmal KW-Fahrwerk eingebaut, einmal Supersprint, Auspuffanlage, Motorpaket, okay. Er ist mir nicht spritzig genug, irgendwas stimmt da nicht, da muss ich mal schauen. Und er klackert mir ein bisschen, also ich glaube Kette, ich bin mir nicht sicher. Und Radlager hört der, also ich muss echt hier langsam fahren, damit ihr mich überhaupt hört, weil Radlager ist tot. Ansonsten muss ich sagen, ist okay, für 700 Euro, echt Kirche im Dorf lassen, ist der Wagen Bombe. Und ich muss sagen, der Fahrwerk ist ein Traum. Weißt du, also den Fahrwerk können wir direkt übernehmen für unseren Cabrio. Richtig geiler Fahrwerk. Aber den Wagen werde ich natürlich in der Werkstatt nochmal komplett anschauen. Wir fahren jetzt einmal in die Werkstatt und dann legen wir weiter vor. Bis klar. Wir haben den Wagen jetzt in die Werkstatt gefahren. Ja, ich muss sagen, auf jeden Fall hört sich alles gut an, alles ist gesund, bis auf Kette. Ich bin mir nicht sicher, Kette macht ja auf jeden Fall Geräusche. Kette muss man wechseln bei dem V6, das ist aber auch nicht schlimm. Aber der hat auch einen Aussetzer. Oder kann auch sogar sein, dass ein Ventil verbrannt ist, aber ist ja auch nicht schlimm. So, ich muss jetzt aber dazu sagen, wir haben neuwertige Reifen. Ne, wir hatten neue Sommerreifen, also Allwetterreifen drauf geklatscht, was ich sehr, sehr gut finde. Und dieses Geräusch, Tino, Bruder, ich weiß nicht, wer bei euch die Radlage, also die Bremsen hinten gemacht hat, aber das war lebensgefährlich. Achtet mal. Nee, da muss man aufpassen. Deswegen, guck mal, wieso hat der überhaupt keine Geräusche? Der muss festgezogen werden und eingestellt werden, das Ganze. Aber jetzt kann sein, weil die Verfärbung ist auch richtig heiß hier. Das merkt man. Da muss ich nochmal schauen. Höchstwahrscheinlich neue Bremsscheiben müssen da rein. Sogar vielleicht sogar die Narbe. Ist aber nicht schlimm. Guck mal, hier ist super. Hier haben wir auch keine Geräusche. So, und jetzt kommen wir, was ich am geilsten finde bei der Sache. Wir haben einmal KW Gewindefahrwerk Variant 2. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich weiß, dass KW sauteuer ist. So, dann haben wir einmal Supersprintanlage. Ne, hinten Supersprint. Ja, ich glaube, das gehört dann halt auch mit dazu. Natürlich wurde hier alles mal so geflext, gemacht, getan. Oldschool-mäßig, alles gut, ist auch dicht. Mittelschalldämpfer ist auch gut. 3 Zoll Anlage ist auch gut. Und dann haben wir hier einmal, ja, ich weiß nicht, ob das ein Cut ist oder ob das eine Attrappe ist, ich weiß es nicht. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Was natürlich auch geil ist, wir haben Fächerkrümmer. Tino meinte ja auch, dass der Wagen ungefähr 300 PS, sag ich schon, 200 PS hat. Und die fühlt man denn auch so an, ne? Würde ich sagen. Wenn er halt zieht, habe ich schon das Gefühl, dass er gut kommt, auf jeden Fall. Aber wobei, ich muss sagen, bei der Sache, dass mein V6 Cabrio viel besser aus den Pötten kommt, habe ich das Gefühl. Alter, also, du bist jetzt mit beiden noch nicht mitgefahren, aber wir können gerne mal beide mal fahren, die Tage. Ja. Und mal vergleichen. Ich bin mir sicher sogar, meiner ist schneller. Einfach mal vergleichen. Ja, obwohl er 200 PS hat, aber ich muss auch dazu sagen, okay, die Kette hat ein Spiel. Wenn man Gas gibt, hört man das schön. Und ich glaube, ein Zylinder funktioniert nicht richtig. Kann Dings sein, kann die Zündspule sein, kann Zündkabel sein, kann Zündkerze sein, kann aber auch ein Ventilbrand sein, kann auch was Schlimmeres sein, kann auch die Kopfdichtung sein. Aber ist alles nicht schlimm, alles ist machbar. Auf jeden Fall. So, und ich muss echt sagen, hier Motor, guckt euch das an, super trocken. Ne? Der schwitzt nicht, macht nichts. Ja, Scheibenklötze sind neu. Sieht man nicht wieder. Also ich muss sagen, 700 Euro kann man echt nichts falsch machen. 700 Euro einfach den Wagen kaufen, weil ich muss auch dazu sagen, echt für TÜV, ne, Aydan hier, für TÜV habe ich nichts gesehen. Ein bisschen Rost haben wir, aber ich habe noch nichts durchgesehen. Also ich muss den nochmal mit dem Schraubenzieher überprüfen, aber ich sehe nichts. Also der könnte durchkommen. Ja, aber Airbag ABS brennt, das müsste ich mir einmal anschauen, was Sache ist, aber so wird der drüber kommen. Okay, hier,
Hat der, glaube ich, ein Loch und so, aber das ist auch kein Ding. Ein bisschen Rost, hm? Bisschen Rost hat der, Scheibenklötze sind neu. Ich muss schon sagen, das Ding ist eigentlich mal nicht schlecht. Also wir haben echt einen sehr, sehr, sehr guten Fang gemacht. Und was ich jetzt mit dem Wagen vorhabe, weiß ich nicht. Es können... Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich den Fahrwerk und Auspuff komplett abcut, den in den Golf Cabrio einbau. Definitiv. Weil wir sowieso auf... sagt mal schnell, wir werden ja sowieso auf Turbo gehen und 3 Zoll Abgasanlage ist genau was für uns. Hinten werden wir den Auspuff aber nicht so lassen, das ist noch oldschool, diese DTM nach oben, die werden wir abschneiden und werden wir schön anpassen, das Ganze. Ansonsten muss ich sagen, ja, wir gucken uns den Motor nochmal an, wie er von oben ist und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt. Aydan? Ja, wird sich zeigen, ne? Wenn du jetzt genauer dran gehst. Ey, was sagt der denn für 700 Euro? Ganz ehrlich. Völlig in Ordnung. Kaufe ich kann Auspuffanlage, KW-Fahrwerk verkaufen mit, ich sag mal, mit den Felgen, ey, bin ich schon drüber. Mhm. Bin ich schon drüber, ehrlich. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Wagen mache. Ich werde den Wagen jetzt nehmen, ich werde den erst zur Seite tun, ich werde den aber auf jeden Fall erstmal fertig machen, komplett. Sprich, vielleicht werde ich den Motor mal ausbauen, gucken, mal die Kette, vielleicht mal Zylinderkopf dichten. Das können wir aber machen, wenn wir Zeit haben. Und dann, weiß ich nicht. Das ist ein Joker-Auto. Ist ein Joker-Auto? Genau, wenn wir irgendwie mal was brauchen, alles da rausholen. Nein, 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 das würde ich nicht machen. Weil du musst ja vorstellen, das ist ja ein 92er gewesen, das ist ein 97er, mhm. Alter. Okay. Das heißt, viele Sachen passen da nicht rein. Ja, okay, aber was passt, können wir doch nehmen. Naja, aber will ich ja nicht. Ach, du willst das behalten? Nein, ich möchte den Wagen ja behalten. Ich weiß ja nicht, was ich mache. Was schlägt dir dann vor, was wir damit machen? Keine Ahnung. Also mein Traum wäre es mal irgendwann so einen geilen Golf 1 holen, den Grund auf neu aufbauen und dann diese Technik übernehmen. Das wäre geil. In einem Golf 1, nicht Golf 2. In Golf 1. Das wäre nochmal ein Traum. Oder wir lassen den einfach richtig schön so, wie der steht. Nacheinander alles nehmen, was wir brauchen. Das wäre meine. Was wir brauchen? Nein, was wir brauchen, nein, nicht rausnehmen. Rein. Rein. Ah. Ja, alles so gut wie neu machen, so original wie möglich machen, so dass wir den irgendwann H-Kennzeichen machen. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es wird nicht auf Turbotechnik gebaut. Der nicht. Vielleicht mache ich auch was Unsinniges, wie zum Beispiel Lupo VR6 oder so. Also ich bin der Meinung, ein Zylinder funktioniert hier nicht. Das ist schon monströs an, ne? Das ist ein Kombo. Der Motor hält sich schon brutal an und plus die Abgasanlage. Das ist krank. Ja. Ich bin selber gespannt, was wir daraus machen, was wir damit machen. Weiß ich selber noch nicht. Ich habe es auf jeden Fall gekauft, weil es so günstig war und weil es ein geiles Fahrwerk hat, weil er diese Auspuffanlage hat, weil da sparen wir enorm viel. Ne? Weil da kann ich echt viel nehmen für meinen Golf. Und danach, was ich damit mache, mal schauen. Vielleicht baue ich das Ganze auf, vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir ein Projekt irgendwann. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt haben wir den erstmal gekauft. Es ist definitiv der billigste VR6 Golf deutschlandweit. Das darfst du ja gar nicht sagen. Darfst du gar nicht sagen. Nein, aber bei dem Motor muss echt viel gemacht werden. Und Tino hatte echt keinen Bock mehr auf den Wagen gehabt. Verstehe ich auch. Ich kenne das, wenn ich auch mal irgendwann keinen Bock auf ein Auto habe und auch sehr viel reingesteckt habe, weil die Kupplung ist neu, Bremsen vorne, hinten okay. Er hat die billigste Bremsanlage, also billigste Bremsen gekauft, die man kaufen kann. Dementsprechend halten die auch. Also wenn ich den aufbauen sollte, dann kommen natürlich vernünftige rein. ATE oder so. Oder sofort schon größere. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir daraus machen.
ob wir ein Projekt daraus machen, ob ich einen Oldtimer mache oder vielleicht gibt dir mir einer sogar ein gutes Geld dafür und verkauft den auch so weiter. Direkt. Mal schauen. Egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ist ein bisschen Sonntagsvideo, sage ich mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ein Daumen hoch, ein Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzeit-Fuzzi. Bis dann.